Herzlich willkommen im neuen Atelier. Wir sind umgezogen und haben jetzt ein Studio, in dem wir unsere Tutorial-Videos und unsere Inhalte aufzeichnen. Das neue X-Lab, es ist noch nicht ganz fertig. Man sieht, wir haben uns mit dem Licht noch etwas beholfen. Das aktuelle Licht ist noch nicht da. Wir haben noch ein bisschen hartes Licht und Schatten, aber wir wollten uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen, trotzdem schon mal das erste Video zu produzieren. Wir wollen ja in diesem Kanal sehr viel über Gestaltung in der Fotografie sprechen. Es geht um Fotografie, es wird auch um Technik gehen, aber es wird nicht nur um Technik gehen, sondern eher darum, wie man Technik gestalterisch und kreativ anwendet. Wer also Lust hat, dabei zu bleiben, kann gerne diesen Kanal abonnieren. Das Thema heute wird sein, der richtige Umgang mit HDR-Aufnahmen. Vielleicht noch mal ganz kurz für die, denen HDR noch nicht so geläufig ist. HDR-Aufnahmen sind Aufnahmen, bei denen man einen sehr großen Dynamikumfang in ein Bild packt. Das Problem ist ja, dass wir zum Beispiel, wenn wir Außenaufnahmen machen, wo die Sonne scheint, wir haben einen Schattenbereich unterm Baum oder in einem Innenhof und wir haben den Außenbereich, wo die Sonne scheint. Oder wir fotografieren in einem Raum mit Fenstern, dann ist es draußen viel heller als drin. Und wir haben das Problem, alles mit einem Foto so einzufangen, dass man alle Informationen hat, dass es nicht über- oder unterbelichtet ist. Und genau das macht man eben mit HDR-Aufnahmen, indem man mehrere Belichtungen macht, verschiedene Helligkeiten, das zusammenfasst zu einem Bild und dann beim Downsampling den Kontrastumfang so vermindert, dass alle Details zu sehen sind. Ich will aber in diesem Video nicht auf die Technik von HDR eingehen, sondern auf eine Anwendung. Wenn man in Internetforen und in Fotoforen HDR-Bilder anschaut, dann sieht man sehr oft sehr eindrucksvolle, malerisch wirkende Bilder, bei denen der Kontrastumfang so stark reduziert wurde, dass es schon fast grafisch aussieht. Das ist natürlich spannend, interessant, aber es ist kein Foto, das für die meisten professionellen Anwendungen geeignet ist, weil der eigentliche Sinn professioneller HDR-Anwendungen ist nicht der, einen malerischen Effekt zu erzielen, sondern ist der, Bildinformationen zu übertragen und zu übermitteln, die man mit normalen Fotografien nicht erreicht. Ein Beispiel. Wir haben ein Büro oder ein Ladengeschäft und wir fotografieren in diesem Ladengeschäft. Da gibt es dann Ecken, die sind sehr dunkel, das sind sehr schattige Bereiche und es gibt die Fenster, wo das Licht reinkommt, da ist es sehr hell. Und wenn Sie das mit einem Foto aufnehmen, dann wird in den dunklen Bereichen nicht mehr viel zu erkennen sein und das Licht von draußen wird überbelichtet sein. Das wird also schwierig. Und jetzt will man für Kataloge oder für Internetpräsenz solche Gewerberäume so darstellen, dass alles recht gleichmäßig ausgeleuchtet aussieht und alle wichtigen Details zu erkennen sind. Und genau das ist das Thema. Mit HDR kann man sehr viel zeigen. Man kann einen großen Dynamikumfang einfangen und hat dann wahnsinnig viele Details. Manchmal so viele Details, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Und an diesem Punkt möchte ich heute ansetzen. Machen wir ein Beispiel. Wir sehen hier ein Ladengeschäft und die erste Aufnahme zeigt eine mittlere Belichtung, mit der man die mittlere Helligkeit einfängt, sodass das Bild halbwegs richtig belichtet aussieht. Das Problem an diesem Bild ist, dass der Kontrast zwischen hell und dunkel sehr groß ist. Der Innenraum ist zwar erkennbar, aber es sind viele Details zu hell, besonders in den Stoffen, andere wieder zu dunkel, sodass man Materialien nicht sieht. Und so ein Bild kann man über eine HDR-Aufnahme sehr schön verbessern. Wenn man jetzt eine normale HDR-Aufnahme macht und diese dann auch downsampelt, dann bekommt man ein HDR, das sehr typisch ist. Dieses Bild hat den Vorteil, wie man hier sieht, der Innenraum ist sehr gleichmäßig in der Helligkeit und sieht aus wie beleuchtet. Ich habe alle Details, sowohl in den hellen Stoffen als auch in den dunklen Stoffen. Und ich habe nirgends Stellen im Raum, die zu dunkel sind und deswegen den Gesamteindruck stören. Was mich jetzt aber an so einem Bild stört, ist, dass
genau dasselbe auch für den Außenbereich gilt. Der Außenbereich, das ist eigentlich der Bereich, wo es heller ist, wo es sonnig ist, der wird jetzt auch abgedunkelt, um die Details zu zeigen. Was sind das für Details? Die Details, die wir in diesem Fenster draußen sehen, sind zum Beispiel Mülltonnen. Wer möchte schon Mülltonnen auf gewerblichen Bildern sehen? Und darum geht es, wir müssen nicht alles zeigen, was man zeigen kann. Das heißt, wir müssen entscheiden, welcher Bereich des Bildes ist für unsere Bildaussage oder für unseren Kunden wichtig. Und das ist in diesem Fall das Interieur, der Innenraum. Der Außenraum ist für uns nicht wichtig. Das heißt, wir wollen nicht alle Details sehen und wir wollen auch keinen dunklen Außenbereich haben, der wie in diesem Fall sogar blaustichig ist wegen dem Licht, wegen dem Sonnenlicht außerhalb des Gebäudes. Was wir eigentlich bei diesem Bild wollen, ist nicht den natürlichen Helligkeitsunterschied zwischen draußen und drinnen zu reduzieren. Wir wollen eigentlich nur, dass der Innenraum sauberer im Kontrast ist, mehr Details zeigt. In diesem Fall aber wollen wir, dass es draußen hell ist und dass der Look des Bildes eigentlich dem entspricht, den ein normales Bild hat oder den man denkt, dass ein normales Bild hat. Und aus diesem Grund machen wir jetzt Folgendes. Wir hellen den Außenbereich so auf, dass er wieder sonnig aussieht und leicht überbelichtet ist. Was wir damit erreichen, ist nämlich, wir erweitern wieder den Bildkontrast und setzen die Bereiche, die wir nicht als Bildinformation brauchen, wieder außerhalb des normalen Bildkontrastes. Damit sieht das Bild wieder normal aus und nicht wie ein stark bearbeitetes HDR. Der Innenraum bleibt jedoch in diesem HDR-Look und den kann man auch noch ein klein wenig reduzieren, sodass zwar die hellen und dunklen Bereiche angeglichen sind, aber der Gesamtkontrast erhöht wird. Das heißt, wenn man jetzt ein klein wenig über eine Gradationskurve zum Beispiel den Kontrast erhöht, dann bekommt das Bild wieder einen höheren Bildkontrast und sieht wieder normaler aus. Man reduziert damit diesen HDR-Look, den viele Leute zwar schön finden, der aber bei kommerziellen Bildern nicht unbedingt gewünscht ist. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich den Kontrast wieder erhöhe im Bild, dann mache ich ja genau das kaputt, was ich vorher mir durch die HDR-Aufnahme geholt habe. Und genau das stimmt nicht. Die HDR-Aufnahme korrigiert große Helligkeitsbereiche. Das heißt, helle Bereiche im Raum werden dunkler, dunkle Bereiche im Raum werden heller. Und wenn wir jetzt den Kontrast über eine Gradationskurve verändern, dann wird auf dieser angeglichenen Ebene insgesamt der Kontrast an allen Stellen gleich geändert. Das heißt, alle Details, die wir wollen, bleiben erhalten. Der Look wird kontrastreicher und das Bild sieht wieder aus wie eine normale Aufnahme. Wenn man das gut abstimmt, dann wird auf den ersten Blick für den Betrachter nicht sofort erkennbar, dass es eine HDR-Aufnahme ist. Und meiner Meinung nach ist eine gute HDR-Aufnahme eine, die man nicht sofort erkennt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen professioneller Bearbeitung und künstlerischer Bearbeitung. Vielleicht kann man das ganze Thema so zusammenfassen. Nicht alles, was gezeigt werden kann, muss auch gezeigt werden, sondern wir entscheiden, welche Bildbereiche sind bildwichtig und welche Bereiche kann ich durch nachträgliche Aufhellung oder Abdunklung wieder aus dem sichtbaren Bereich herausnehmen und damit den Betrachter entlasten. In diesem Beispiel zum Beispiel, warum muss der Betrachter die Mülltonnen und die Autos außerhalb des Gebäudes erkennen können? Die sind nicht wichtig für das Bild, also weg damit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt. Ich denke, es wird klar, dass man sich, wenn man mit HDR arbeitet, nochmal genau damit auseinandersetzen sollte, was der Kunde will oder welche Bildaussage ich selber erreichen möchte und dann das Bild nochmal gründlich nachbearbeiten. HDRs, wie sie aus dem HDR-Programm, also aus dem Tone Mapping rauskommen, sind in der Regel nicht dafür geeignet, direkt als kundentaugliche Promobilder zu verwenden. Sie müssen in der Regel bearbeitet werden. Ich würde zum Beispiel jedem empfehlen, das Mindeste, was man machen sollte, ist, wenn man ein HDR errechnet hat, anschließend nochmal über eine Gradationskurve
den Kontrast zu erhöhen, das bringt schon sehr viel. Die partielle Bearbeitung an bestimmten Bildstellen kann man entweder in der HDR-Software machen, wenn sie komfortabel genug ist, oder man macht sie dann ganz einfach über Ebenen in Photoshop. Arbeit ist es immer, aber gute Ergebnisse sind nun mal arbeitsintensiv. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden in nächster Zeit noch einige neue Videos hier aus dem neuen Atelier zeigen und werden auch ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen. Darauf freue ich mich schon und bis bald, euer Rüdiger Schestag.